Ob Alcaraz, Close oder Triangle of Sadness, es sind besondere Filme, die für den Lux Publikumspreis nominiert sind. Alcaraz, ein Film über den Konflikt zwischen katalanischen Bauern und den Auswüchsen der Energiewende. Close, ein feinfühliger Film über jugendliche Familie und Entfremdung. Triangle of Sadness, ein absurd ironisches Meisterwerk über die Auswüchse von High Society und moderner Klassengesellschaft. Ihnen allen ist eine besondere politische oder soziale Perspektive gemein. Und es sind allesamt europäische Filme. Ausgelobt wird der Preis vom Europäischen Parlament und der Europäischen Filmakademie. Es gibt so viele talentierte Regisseure und sie liefern nicht nur Unterhaltung. Ihre Filme haben ein soziales Element. Sie beschäftigen sich mit sozialer Gerechtigkeit und Menschenrechten. There is the social element and the social justice element and the human rights element and es ist ein unverzichtbarer Teil des Kinos zu erkunden, wer wir sind, was unsere Gesellschaft ausmacht, was wir verändern müssen und was diese Veränderungen schließlich bedeuten. Ebenfalls nominiert der türkische Politthriller Burning Days, der einzige Film, der zwar aus Europa, aber nicht aus einem EU-Land stammt. Der Lux Publikumspreis wendet sich nicht nur an die Öffentlichkeit. Er lädt auch die EU-Parlamentarier ein, über einige Dinge nachzudenken, sie vielleicht aus der Perspektive unterschiedlicher Kulturen zu betrachten und ihren Horizont für neue Ideen, Orte und Themen zu erweitern. Der letzte der fünf Kandidaten, der portugiesische Film Irrlicht. Etwas ganz anderes ist er, ein Science-Fiction-Musical, das sich unter anderem dem Thema Homosexualität widmet. Für den Lux-Preis abstimmen kann jeder, der einen oder mehrere Filme gesehen hat, und das noch bis Mitte Juni.